Drei Jahre lang musste man in Nassereit auf das große Fastnachtsspektakel warten. Die 2000 Seelengemeinde steht ganz im Zeichen des großen Schellenlaufens. Rund 450 Mitwirkende faszinieren mit ihren Aufführungen und Kostümen an die 7000 begeisterte Besucher. Schellergruppen, so viele wie noch nie, sorgen bei leichtem Schneefall für prächtige Bilder. Der Kampf zwischen Winter und Frühling steht auch in Nassereit im Mittelpunkt der traditionellen Fasnachtsfiguren. Wenn ein Bär den Bärentreiber niederringt, ist der Frühling Sieger. Im Mittelpunkt steht aber in Nassereit die Figur der Scheller, die mit ihren großen Glocken bis in den hintersten Winkel des Dorfes zu hören sind. Prächtige Festwägen runden den Umzug ab. Um 18 Uhr wird es dann still in Nassereit und das dreijährige Warten auf das nächste Schellerlaufen beginnt wieder von vorne.